Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Memento Mori 2 mit dem Gecko Climber. Wir sind in der letzten Folge hier stehen geblieben, haben uns ein wenig am Kloster umgeschaut und auch hier oben im, in diesem tollen Bereich hier. Jetzt komm doch mal hier, Lara, zum Kamin mit dir. Denn da ist der tolle Nussknacker, der so ein bisschen schraubstockmäßig ausschaut. Mit dem müssen wir unseren tollen Eistee aufkriegen, für den unsere zarte Fingerchen nicht stark genug sind. Ich halte die Flasche so, dass der Verschluss in der Öffnung des Nussknackers liegt. So, und... Es ergibt keinen Sinn, den Nussknacker... So, und jetzt... Nein, das wollte ich doch nicht! Ich halte... So, ja, jetzt den Hebel. Der Verschluss ist nun im Nussknacker eingeklemmt. Und jetzt festmachen, aufmachen. Komm. Alle. Brutale Gewalt hat nichts gebracht. Brutalere Gewalt jedoch schon. Hurra. So. Die Flasche ist jetzt frei. Ja, und meins ist er. So, und jetzt müsste doch auch aufgehen. Das nenne ich Durst. Hoffentlich muss ich nicht bald zur Toilette. Es könnte hier oben ein bisschen kritisch werden. So, okay. Und mit der leeren Flasche im Gepäck können wir ja auch uns den, dem Generator ein wenig zuwenden. Ach je. Okay, aber wir machen Fortschritte. Wir machen Fortschritte. Cool. So. So, auf zum Generator. Hopp, da ist ja schon alles. So, den Gummischlauch in die Flasche. Der Schlauch passt gut in die Flasche. So, den Deckel ab. Und den Schlauch. Der Schlauch passt gut. Ja, okay, gut. Dann den Schlauch hier rein. Ich sollte das Benzin nicht einfach... Okay, gut. Dann vielleicht anders mit der Flasche. Jetzt kann ich das Benzin vom Generator in die Flasche absaugen. So, jetzt wird's lustig. Ach, die Flasche lasse ich... Moment. Die Eisteeflasche ist leer. Wollte ich vorhin noch geguckt haben, einfach was er dazu sagt. So. Jetzt kann ich das Benzin vom Generator in die Flasche absaugen. Und los geht's. So, Gummischlauch. Der Schlauch geht bis auf den Boden des Tanks. Und jetzt, Es kann losgehen. Jetzt muss ich es ansaugen. Hoffentlich schlucke ich es nicht wieder runter wie damals als Neunjährige in Russland. Nichts schmeckt ekliger als Benzin. Ich muss mich jetzt verstecken. Der Wachmann kommt bestimmt gleich raus, um nach dem Generator zu sehen. Haben wir die Flasche jetzt mitgenommen? Nö. Oder doch? Tja. Okay. Ah, das Gittertor ist zu. Das heißt, wir müssen jetzt übers Blechdach da einsteigen, so wie es aussieht. Na, das gibt ein schönes Gerampel. So. Yay. Mit High Heels, das muss man immer wieder sagen. Ich frage mich bloß, wie wir dann nachher hier runterkommen sollen. Der Wachmann ist schneller, als ich dachte. Vermutlich stehen die Benzinfässer ganz in der Nähe. Je eher ich die Medizin finde, desto besser. Dieser Ort ist wirklich unheimlich. So. Der Bauwagen ist verschlossen. Dort können sich die Argo-Mitarbeiter vermutlich ausruhen und aufwärmen. Und wir latschen mitten durchs Licht, alles klar. So. Der Bauwagen ist... Ja, okay, gut. Dieses Logo ist hier überall. Müssen die Argo-Leute ihr Revier wirklich an jeder Ecke markieren? Oh, nein, so war das nicht gemeint.
Bilder verschwindet aus meinem Kopf. Oh, Lara. So, was haben wir denn hier an Müll? Müll klingt doch immer gut. Schau an, ein Spachtel. Den stecke ich mal ein. Ich sag's doch, wenn du etwas über Leute wissen willst, dann wühle in ihrem Müll. Hier ist nichts Interessantes. So, oh, da ist ein geöffnetes Fenster. Da kommen wir doch vielleicht... Werfen wir mal einen Blick rein. Nein, es rührt sich nicht. Ah, okay, da ist die Ich kann Halterung. Das Fenster nicht öffnen. Der Bolzen blockiert es. Können wir das einfach... So geht es nicht. Okay, den Bolzen Der rausziehen? Der Bolzen lässt sich nicht lösen. Außerdem sind meine Hände eiskalt. Tja, dafür haben wir ja zum Glück den Spachtel. Der hat auch ein Argo-Logo. Der Spachtel ist von hochwertiger Qualität und trägt das Logo von Argo. Ja, die markieren überall ihr Revier. So, und damit müssen wir doch jetzt den Bolzen rausholen können. Das Fenster wird nun durch nichts mehr blockiert und ist offen. So, dann machen wir mal auf, das Ding. Gut, jetzt kann ich mich hier endlich richtig umsehen. So, dann haben wir verschiedene. Das sind Notizen über Reparaturen, Rechnungen, Bestellungen. Nichts Interessantes. Dann ein Das Buch heißt Geheimnisfresken. Und wurde, welch Überraschung, von Professor Klaus Schneider geschrieben. Ach nee, so. Schneiders Foto ist auf dem Cover. Das ist sehr beeindruckend. Und hier ist die Medizin. Diese Tabletten müssen Schneider gehören. Meine. Das muss Schneiders Medizin sein. Ich sollte zurück zum Hotel fahren und sie ihm geben. So, was haben wir denn hier Kräutertee. Noch Kräutertee. Ein Buch über verschiedene Teesorten? Okay. So, zum Glück lag Schneiders Medizin nicht in dem Chaos, sonst würde ich immer noch danach suchen, wenn sich Schneider morgen früh den nächsten Kräutertee kocht. So, haben wir noch was vergessen? Ah, nein, eine Tasse. Auf dem Tassenboden sind die Überreste eines seltsam riechenden Tees zu sehen. Naja, uns braucht's nicht zu interessieren. Mach mal wieder zu. Das Buch haben wir auch dabei. Hey, da ist doch noch was drinne. Das ist ein Schema, wie man Fresken restauriert. Anscheinend hat sich der Professor nicht nur für die Arbeit Notizen gemacht. Okay, das sind chemische Formeln. Fresken, Sinopia, Arichio. Okay. Oh, viel zu lesen. Arichio, ein einfacher Unterputz aus Kalk. Er ist rau und haftet direkt an der Wand. Bevor die nächste Schicht aufgetragen werden kann, muss er wenigstens 24 Stunden setzen. Wird Florentina Kalk benutzt, verlängert sich die Wartezeit deutlich. Oh, Fresco a Fresco. Das echte Fresco. Es muss auf eine noch feuchte Intonaco-Schicht gemalt werden. Das Timing ist von größter Bedeutung. Fresco Secco. Ich habe in der ersten Ausgabe schon sehr viel über das Malen von Fresken auf trockenen Oberflächen geschrieben. Diese Technik muss nicht weiter erläutert werden. Intonaco, das war hier oben. Die oberste Kalkputzschicht. Viele Künstler vergessen sie mit einer Kartetsche zu kletten. Dabei ist das äußerst wichtig. Momento d'oro. Die richtige Zeit für das Malen des eigentlichen Freskos. Normalerweise ist sie 1 bis 2 Stunden nach Auftragen der Intonaco-Schicht. Nach 2 Stunden beginnt die Karbonisierung. Und die Schicht eignet sich zunehmend weniger zum Bemalen. Oh, noch viel mehr, okay. Sinopia, die alte Methode, eine Vorlage zu übertragen. Ein rotes Pigment namens Sinopia wird mithilfe der Vorlage auf die Arichio-Schicht übertragen. Aktuell wird die Spolvero-Methode häufiger benutzt. Eine nette Geschichte über Michelangelo und die Brüste aus Ziegenhaar einfügen, damit die Leser etwas Spaß beim Lesen haben. Aha. Aber ich muss das Sinopia-Pigment deutlicher als beim letzten Buch hervorheben. Kalkputz, die Basis, aus der sowohl die Arichio als auch die Intonaco-Schicht bestehen. Er muss zu Beginn wenigstens 2 Wochen lang setzen, bevor er eingesetzt werden kann. Ein weiterer Schritt, der richtiges Timing benötigt.
Abbildung 1 reicht aus, um den Prozess der Putzherstellung und die nachfolgende Karbonisierung an der Wand zu illustrieren? Fragezeichen. Abbildung 2, Agnes soll die Zeichnung einscannen. Notiz, die Genehmigung für die Verwendung mehrerer Fotos von Fresco Buono aus Pompeji einholen. Sie verdeutlichen die unglaubliche Haltbarkeit von Fresken perfekt. Okay, ich glaube, das werden wir noch brauchen. Gott, mach mal zu, das Ding. So. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir müssen irgendwie wieder hier raus. Der Brunnen ist abgedeckt. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob das eine Art Phobie ist, aber immer wenn ich in einen Brunnen sehe, in diese feuchte Finsternis, wird mir ganz anders. So. Ah, da können wir noch weiter rein. Hier ist es dunkel und auf dem Boden liegen Trümmer. Das Risiko gehe ich lieber nicht ein. Okay, dann halt raus hier. Wie? Der hat nicht mitgekriegt, dass wir hier raus sind? Es ist Nacht. Der Wachmann ist in der Hütte und hört Radio. Aber er ist dennoch äußerst wachsam. Okay, wie dem auch sei. Wird Zeit, dass wir zum Hotel zurückgehen. Jetzt muss ich mir nur noch eine Geschichte ausdenken, wie ich an die Medizin gekommen bin und sie Schneider geben. Hoffentlich kann ich hier überhaupt irgendwas bezwecken und es war nicht alles umsonst. Ja, der wird schon irgendwie uns helfen. Schneiderlein, guck mal, was ich für dich habe. Lecker Medizin, das wird jetzt sehr cool. Im Notfall haben wir den Wachmann gebeten, sie aus dem Bauwagen zu holen. Sind das Ihre Tabletten, Professor? Erstaunlich, Madame Leroy. Wo haben Sie sie gefunden? Ich dachte, ich hätte sie im Kloster vergessen. War in... Ja, schwierige Antwort. Blöffen wir oder... Ach komm, wir gucken mal, was passiert, wenn wir dem erzählen, dass wir jetzt da waren, weil wir ihn so lieb haben. Weil er so ein anständiger und netter Kerl ist und so liebenswürdig und ach und ja und... Sie haben die Tabletten im Kloster vergessen. Was? Und wie sind Sie an sie rangekommen? Sagte ich nicht, dass niemand das Kloster betreten darf? Ja, aber der Wachmann hat sie mir gegeben. Seltsam. Ile ist doch aufmerksamer, als ich dachte. Doch ich wüsste gern, wie Sie sich mit ihm unterhalten konnten. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar, Frau Leroy. Ich schulde Ihnen was. Genau, wir brauchen natürlich ein Zimmer. Professor, Sie sagten, dass Sie mir sehr dankbar wären. Darf ich Sie vielleicht um etwas bitten? Natürlich, nur zu. Es geht um ein Zimmer. Ich habe keine Bleibe für die Nacht. Und Ihre Firma hat alle Zimmer gemietet. Könnten Sie mir vorübergehend eins davon zur Verfügung stellen? Oh, leider kann ich das nicht tun. Selbst wenn Harry Ihnen etwas anderes erzählt hat, muss ich mich genau wie er an den Vertrag halten. Ich kann ihn nicht ändern. Die Zimmer sind nur für Argo-Mitarbeiter gedacht. Dagegen kann ich nichts machen. Okay, und... Professor, ich habe da eine Idee. Sie sagten, die Zimmer dürfen nur an Angestellte von Argo vermietet werden, richtig? Genau. Und was wäre, wenn ich eine Weile für Sie arbeite? Sozusagen als Aushilfe. Wissen Sie, Argo ist ein ungewöhnliches Unternehmen. Das Personal wird sorgfältig ausgesucht und ist sehr exklusiv. Wir arbeiten nur mit den besten Profis zusammen. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich kann niemanden in mein Team aufnehmen, der sich nicht auskennt. Das wäre mir viel zu unangenehm. So, ja dann probieren wir es doch mal. Wir haben jede Menge über die Fresken gelesen. Stellen Sie mich auf die Probe. Ich beweise Ihnen, dass ich schlau genug bin, um für Sie zu arbeiten. Na gut, ich will Sie nicht überfordern, daher machen wir meinen Lieblingstest, den meine Studenten an der Universität ablegen müssen. Wenn Sie sich wirklich für Restaurierungen interessieren, wie Sie angedeutet haben, dürften Sie den Test problemlos bestehen. Wenn Ihnen das gelingt,
kann ich sie beim Vorstand von Argo durchsetzen. So, ein guter Restaurateur muss nicht nur den Arbeitsvorgang an sich kennen, sondern den genauen Herstellungsprozess begreifen. Dann versteht man alles, bis ins Detail, und kann viele Fehler sofort vermeiden. Madame Leroy, erzählen Sie mir, wie Sie bei der Erstellung eines echten Freskos vorgehen würden, eines sogenannten Buon Fresco. Welche Schritte würden Sie in welcher Reihenfolge ausführen? So, okay, so, also zuerst mal bereiten wir den Kalkputz vor. So, genau. Die richtige Vorbereitung des Kalkputzes ist sehr wichtig, damit die Fresken auch nach mehreren tausend Jahren noch in gutem Zustand sind. So, dann der wird vorbereitet, dann kriegt er 14 Tage Ruhe. Das haben wir ja gerade eben auch gesagt. Ich würde wenigstens 14 Tage warten, damit die Prozesse innerhalb des Materials weiter fortschreiten können. So, dann wird die Arikyo-Schicht aufgetragen. Ich würde eine dickere Arikyo-Schicht auftragen, um die Haftung zu verbessern. Die bleibt einen Tag drauf. Dann muss alles einen Tag lang ruhen. Und dann kommt die Vorlage auf die Wand. Ich übertrage die Vorlage auf die Wand. Dazu nehme ich die perforierte Papiervorlage und verwende dann entweder nach der alten Methode rote Farbpigmente, genannt Sinopia, oder Spulvero, ein Beutel mit Kohlestaub. Großartig, Madame Leroy. Anscheinend kennen Sie auch die weniger bekannten Methoden. Und was würden Sie danach tun? Uff. Oh, genau, zuerst müssen wir den ganzen Schmutter ja kletten. Ich würde den Untergrund sehr gründlich mit einer Kartätsche glätten. Viele Maler vergessen das. Daher wird ihr Werk dann oft nicht so überwältigend, selbst wenn sie sonst keinen Fehler machen. So, dann ich glaube, dann lassen wir zuerst das Ganze hier wirken, dann kommt die Intonaco-Schicht drauf, dann den Momento Doro abwarten. Oh, wie rum war das jetzt? Heiland, zack. So, entweder jetzt der oder der. Nee, ich glaube, zuerst muss es CO2 wirken, dann das hier und dann den richtigen Moment zum Malen abwarten. Fresken trocknen nicht auf die übliche Weise. Stattdessen wird die Oberfläche karbonatisiert und aus diesem Grund haben die Fresken auch so lange Bestand. So, dann käme ich das trage hier den Intonaco auf. Es darf davon aber nicht mehr an die Wand, als ich in einer Malsitzung verwenden kann. So, dann dieser Moment abwarten. Ein Fresko benötigt genaue Planung. Damit es dauerhaft Bestand hat und von guter Qualität ist, muss man es zur richtigen Zeit, genannt Momento Doro, malen. Und wann ist das? Zwischen 1 bis 2 Stunden nach dem vorigen Schritt. Vorher sind die darunterliegenden Schichten noch zu weich und nach 2 Stunden werden sie zu fest und trocken, um noch viel Farbe aufzunehmen. So, und dann? Dann wird es endlich Zeit, das Fresko zu malen. Dafür verwendet man besondere wasserlösliche Farben. Tut mir leid, aber das ist nicht richtig. Aber Sie haben die richtigen Schritte genannt, jedoch in der falschen Reihenfolge. Okay, dann müssen wir uns das nochmal in Ruhe angucken, bevor wir in der nächsten Folge hier weitermachen. Bis später, Professor. Das kriegen wir hin. Ich glaube, da hat jetzt nicht viel gefehlt. Kriege mal alles hin. Okay. Gut, dann werde ich mir für die nächste Folge noch mal ein bisschen Wissen hier anlesen. Und dann werden wir mal gucken, dass wir das Ganze zu dem Zeitpunkt dann geschafft kriegen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüssi!